Ja, hallihallo, da bin ich mal wieder und ich hatte mal jetzt einen ganz komischen Gedanken, und zwar geht das darum, wenn ich einen Platten habe an einem Fahrrad und der Schlauch, der also in dem Reifen drin ist, also der hier also praktisch drin ist, der ist so weit kaputt, dass ich den nicht mehr aufpumpen kann. Also ich habe einen Platten, lässt sich nicht mehr reparieren, und die Frage eigentlich ist jetzt, wie komme ich jetzt einfach weiter von A nach B? Ohne Schlauch und ohne dass ja, da irgendwas kaputt geht oder so. Und das ist mir also folgendes mal eingefallen, kam mir so in den Sinn, einfach mal ja, hier Zeitungspapier zu nehmen. Und einfach mal eben. Und ich habe mir jetzt auch so welches gesammelt, und jetzt werde ich gleich folgendes machen. Ich werde jetzt die Luft da gleich rausnehmen aus dem Reifen und die Kamera hier einstellen. Und dann werde ich anfangen und das Zeitungspapier, was ich hier habe, da eben halt reinbauen. Das heißt also, ich nehme jetzt hier die Luft mal raus. Mal gucken, ob sich das hier alles so lösen lässt. So ohne weiteres. Das ist das Fahrrad von meiner Mutter. Raus, und dann nehme ich jetzt hier gleich den Reifen runter, löse das mal, und dann werde ich eben halt anfangen, das Papier da reinzumachen. Und zwar habe ich mir das Ganze so vorgestellt, dass ich dann da vorbeigehe und ja, drehe das praktisch so zusammen als Rolle. Dann lege ich das praktisch also hier rein. Und dann sollte, und dann mache ich den Mantel wieder drauf hier, wieder drauf, also der Reifen kommt wieder drauf. Und dann wollen wir mal gucken, ob das funktioniert. Gut, dann fange ich jetzt mal mit an und das schauen wir uns dann gleich mal an. So, ich habe das jetzt mal so weit raus hier. So viel wie möglich da rein. Das ist also auch die Werbung. Dann fange ich das so zusammen. Das mal selber ausprobieren. Das ist auch mein erster Versuch hier. Also ich muss da selber mal ein bisschen experimentieren, wie das aussieht. Geht das da schon mal da rein?
Da werde ich mir jetzt noch mehr Zeitungspapier besorgen. Und dann werde ich das da auch reinmachen. Gut, okay. So sieht das erstmal aus. Und dann bin ich dann da gleich mal gespannt, wie das funktioniert. Aber eigentlich müsste das, so wie das aussieht, gut laufen. Gut, okay. Ich hole jetzt noch mal ein bisschen mehr und dann baue ich dann noch weiter zusammen. Das Zeitungspapier habe ich da jetzt drin und ja, wie man auch sehen kann, hier kein Ventil drin. Was soll ich noch sagen, das ist jetzt zwar ein bisschen platt, aber darum geht es nicht. Eigentlich wichtig ist eigentlich nur, kann ich damit fahren. Und den Ständer noch hinten oben machen, ist oben. So sieht das jetzt Ganze aus, das ist ein bisschen platt, aber immerhin, ich fahre mal los. So sieht das Ganze aus, ich kann tatsächlich fahren. Das heißt, ich fahre noch nicht mal auf der Felge, sondern das Papier ist ja eben halt da drunter. Und ich könnte jetzt, sagen wir mal so, zwar langsam, aber gut 5 Kilometer oder 10 damit nach Hause fahren. Also mit praktisch Zeitungspapier im Reifen drin. Ich bin zwar dann langsam unterwegs, aber ich sag mal so, schlecht gefahren ist immer noch besser als gut gelaufen. Und ja, meine Idee funktioniert. Kam mir mal so ganz spontan. Funktioniert sowas eigentlich? Ja, also das heißt, ich gehe dann einfach los. Platten, nichts geht mehr. Gehe irgendwo, wo ein paar Häuser sind. Frage nach, ob die altes Zeitungspapier haben. Und dann fummel ich das da rein. Sicherlich ist es noch ein bisschen, kann man das noch ein bisschen besser machen. Vielleicht noch ein bisschen mehr reinstoppen, wenn der Reifen drauf ist irgendwie. Noch ein paar Kugeln machen, aber es geht. Jetzt fahren wir nochmal eine Kurve. Also selbst eine Kurve fahren ist drin. Ja, alles klar. Die hat hingehauen. Ja, was soll ich sagen? Also das funktioniert, wenn man das ganz einfach mit Zeitungspapier macht. So, um das dann noch mal ein bisschen besser zu testen, fahre ich mal ein bisschen schneller. Okay, ich habe das jetzt hier auf dem Vorderreifen. Auf dem Hinterreifen wäre dann wohl, dass man da ein bisschen mehr machen müsste. Das holpert zwar, aber es funktioniert. Jetzt fahre ich mal noch ein bisschen schneller. Also ist auch machbar. Das heißt also, ich fahre jetzt so eine normale Geschwindigkeit zwischen 12 und 15 km/h. Und ich habe nur Papier in dem Reifen drin. Also kein Schlauch. Ich komme damit also ja, gut nach Hause. So, jetzt fahren wir nochmal wieder eine schöne Kurve. Speed. Ja, geniale Idee. Also, ein Zeitungspapier kann man sich zum helfen und kommt damit tatsächlich nach Hause. Gut, okay, das war's dann wieder von meiner Seite aus und dann, ja, anhalten. Freue ich mich dann schon wieder auf mein nächstes Projekt und da baue ich jetzt mal wieder um und mache da wieder Luft rein. Haha.